Ja, Chiara ist nicht da. Rede doch mit mir. Was ist denn los? Wie, die schon? Na, die ist zu ihrer irgendeiner Prüfung oder sowas. Scheiße. Ernsthaft? Was ist los? Okay, boah, ich habe einfach riesengroße Scheiße gebaut. Ich habe ihr Berichtsheft verklüngelt und jetzt braucht sie das, weil ich meine, sie kann ohne dieses Heft ihre Prüfung nicht schreiben. Checkst du's? Ja, also, warte mal, was? Hey, wir sind fertig. Echt jetzt? Ja! Nein. Oh Gott, doch! Oh, wie geil bist du denn noch? Die Unterschrift von Rick rauf und dann ab die Maus hier. Ab die was? Ist so scheißegal. Hammer, wirklich, ich bin dir so dankbar, dass du das mit mir durchgezogen hast und für mich da warst. Diese Unterstützung kann ich nicht von jedem hier erwarten. Das ist doch selbstverständlich, ey. Ich meine, danke für dein Durchhaltevermögen, ey. Das war eine echt hart krasse Nacht, ey. Ja, aber weißt du was? Das ist eine Geschichte, die können wir jetzt immer erzählen. Wow, wir haben Chiaras Berichtsheft rekonstruiert. Eine ganze Nein, das ist wichtig für die Zwischenprüfung. Ich wäre sonst nicht zugelassen worden. Und weißt du? Ja, deswegen ist doch alles gut. Und du rockst es nachher. Du konzentrierst dich jetzt einfach nur auf dich. Ich mache uns eine Ladung Kaffee. Schiss. Damit wir ein bisschen Energy tanken. Ich habe ein bisschen Schiss umzukippen einfach, weil ich einfach so müde bin. Ach, und ich finde, Quatsch, keine Ahnung, mein Auge zuckt schon auch ein bisschen. Ich gebe dir Magnesium und dann zuckt es nicht mehr. Okay? Ja. Okay. Schön. Fuck. Ich kann meine Ausbildung verkürzen. Also wenn ich das gut mache. Und ich werde das gut machen. Ja, du musst es mit Sicherheit gut machen. Wenn, dann könnte Rick auf jeden Fall einen Antrag stellen, dass du nur ein halbes Jahr eher die Ausbildung beenden kannst. Aber darüber machst du erstmal keinen Kopf. Du konzentrierst dich jetzt auf dich. Ich bereite dich jetzt auf deine Prüfung vor, auf deine Zwischenprüfung. Ja. Boah, ich kann schon nicht mehr quatschen. Nee, ich hoffe auch, dass wir nicht irre werden, weil ab einem gewissen Punkt der Müdigkeit, weißt du, ich muss mir jetzt ein Outfit raussuchen. Es gibt Kaffee. Mhm. Mach mal. Ciao, Ricky. Bis gleich. Also würde ich als nächstes gerne die Frau Mertens zur Prüfung reinholen. Pia Mertens. Das bin ich. Wunderbar. Ja. Bitte einmal mitkommen. Und ein bisschen nervös. Ja, schon. Du sag mal, kannst du mich mal schnell abfragen über die Harten des Lebens? Mhm. Klar. Aber ich glaube, das kann ich dir sogar aus dem Kopf sagen. Erst Behaarung, Zweitbehaarung, Drittbehaarung. Ich glaube, das war nicht so richtig. Das war doch sekundär und primär und... Ja, Primärbehaarung, Sekundärbehaarung, Terminalbehaarung. Cool. Ich glaube, ich muss aufs Klo. Nein, mach mal. Irgendwie ist mein Kopf so schwer und alles ist so nebelig. Ich hoffe wirklich, dass ich in der Prüfung gleich den Adrenalinkick habe, weil wenn ich da auch so dumme Antworten gebe, dann kann ich es gleich sein lassen. Frau Schmidt, das geht so nicht. Ich kann da auch nicht drüber hinwegsehen. Es fehlt hier einfach die Unterschrift. Bitte. Nee, es fehlt die Unterschrift von dem Inhaber Ihres Ausbildungsbetriebs. Mann, wegen einer Unterschrift? Ja, was soll denn das? Aber Sie kennen doch die Regeln. Ist doch ordentlich gemäß geführt. Was wollen Sie denn? Da sagt ja keiner was. Natürlich ist es ordentlich geführt. Aber ohne die Unterschrift keine Prüfung. Ich kann sie so nicht zulassen. Es tut mir leid. Ey, wegen einer Unterschrift. Nehmen Sie das nach. Fuck, mir fehlt Ricks Unterschrift. Was mache ich denn jetzt? Hoffentlich geht er ran. The person you've called is temporarily. Jaha, hallo. Hallo. Entspann dich mal. Hi. Nee, ich kann nicht entspannen. Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Ich muss zu Chiara. Ja, Chiara ist nicht da. Rede doch mit mir. Was ist denn los? Wie, die schon? Na, die ist zu ihrer irgendeiner Prüfung oder sowas. Scheiße. Ernsthaft? Was ist los? Okay, boah, ich habe einfach riesengroße Scheiße gebaut. Ich habe ihr Berichtsheft verklüngelt und jetzt braucht sie das, weil ich meine, sie kann ohne dieses Heft ihre Prüfung nicht schreiben. Checkst du's? Ja, also, warte mal, was? Sie braucht das Heft, damit sie die Prüfung schreiben? Ja! Ein Berichtsheft braucht man bei der Prüfung, um sie da abzugeben. Toll, jetzt kann ich noch meine ganzen Termine verschieben. Lass mich das doch dahin bringen. Bitte. Ich bin viel schneller als du. Ich habe ein Fahrrad, ich kann da schnell hinradeln und du musst doch zu einem Termin, denke ich jetzt, oder was? Überleg nicht so lange. Es geht um Chiara. Ja. Also aufdenken. Leben und Tod, das ist wichtig. Verbock es nicht. Ich bin schneller als du. Danke. Okay, kann schon sein, dass ich es nicht nur mache, weil ich schneller bin als Rick. Mann, Chiara soll mich endlich wieder mit anderen Augen sehen. Nicht mehr als Agro-Schläger, sondern als ihren Freund.
Das ist meine Chance. So, dann Chiara Berger. Ja, ich bin's. Dann hi, Chiara Berger. Ja. Angenehm. Hi. Würde ich Sie einmal zur Prüfung gerne mit reinnehmen? Klar, gerne. Ich bin auch top vorbereitet. Wirklich, Sie glauben gar nicht, wie viel Zeit ich investiert habe, nur um meine Ausbildung verkürzen zu können. Ich liebe auch den Salon, wo ich arbeite. Und deswegen, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, hier gut abzuschneiden. Und ja, auch generell, ich habe wirklich, wirklich viel Zeit investiert. Mir viel Mühe gegeben. Das ist ja auch ein wichtiger Tag für Sie heute. Ja, total, total. Ich würde schon mal gerne einen Blick auf Ihr Berichtsheft werfen. Und wissen Sie, ich glaube auch, dass so Prüfer wird man ja auch nicht einfach so, ne? Deswegen weiß ich auch, dass ich in guten Händen bei Ihnen bin und ich brauche ja eigentlich überhaupt nicht nervös sein oder Angst haben, Panik haben. Diese typische Prüfungsangst, wie man sie nennt, brauche ich ja an sich überhaupt nicht. Frau Berger, nicht, ne? Bevor ich jetzt hier noch vor Komplimenten und so weiter ausrutsche, ich bin soweit, wenn Sie es sind. Ja. Darf ich schon mal Ihr Berichtsheft haben vielleicht? Dann kann ich da schon mal einen Blick reinwerfen. Mein was? Ihr Berichtsheft. Ah. Das Wichtige, das wissen Sie, das haben Sie dabei. Ja, ja, klar, natürlich. Selbstverständlich habe ich das dabei. Auch da habe ich sehr viel investiert, glauben Sie mal. Mhm. Da, ich muss nur einmal kurz in meinen Unterlagen schauen. Habe natürlich auch alles mitgenommen zum, zum Angucken, Lehren. Also ohne werden wir es heute nicht fertig bekommen, leider. Oh, hier. Ist es da, ja? Ja. Ja, wunderbar. Also, ich wäre soweit. Können Sie sich davon trennen, oder? Nee, ohne, tatsächlich nicht. Hat mich ja auch begleitet ein paar Jahre, ne? Ja, ohne werden wir aber die Prüfung heute nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, tut mir leid. Ich nehme gleich auf. Alles okay? Ja, ich wollte... Denn... Sie sind? Was ich bin Ihr Mitbewohner. Das ist... Dein Heft hier. Dein richtiges. Hier? Aber, Entschuldigung, also Sie können jetzt nicht wild hier irgendwelche Berichte rumhertauschen. Wir sind schon in der Prüfung, also... Nee, gar nicht. Malte ist auch Friseur-Auszubildender. Und dann haben wir wahrscheinlich die Hefte vertauscht, weil wir... Ja, das... Nee, also da brauchen Sie sich keine Gedanken. Bei Täuschungsversuchen ist ein absolutes Aber No-Go, hat ne? jetzt jeder das, was er braucht? Ja, genau. Aber zum Glück bin ich rechtzeitig... Also zum Glück bist du rechtzeitig. Also das ist ja Schicksal immer. Tauschen. Ihren Brief dann schon mal gerne nehmen. Und ja, wie gesagt, also... Gut. Kommen Sie gerne mit dem Prüfungsraum. Sie können gerne hier warten. Das lieb ich. Heb den Stuhl dann gleich. Ja, ich komme sofort. Danke. So, Frau Berger, dann die Ergebnisse finden Sie demnächst dann im System und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Na ja? Okay, vielen Dank. Tschüssi. Tschüss. Na? War gut. Egal, nur abwarten mal. Erstmal fertig. Aber kannst du mir bitte erklären, wo du das Berichtsheft hattest? Hast du die ganze Zeit gewartet? Ja, ich habe hier in der Nähe mein Antiaggressionstraining. Hm. Hat sich eh nicht mehr gelohnt, nach Hause zu fahren. Und wo hast du das Berichtsheft her? Rick hat's vorbeigebracht. Der hat's irgendwie aus Versehen eingesteckt. Nicht sauer werden. Er hat wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt. Er kam ganz schnell zu uns nach Hause. Ich soll nicht sauer werden? Es ist mir scheißegal. Das ist doch nicht sein Ernst. Er hat sich gestern extra früher verpisst, weil er irgendwas mit Nuri klären musste. Und hat aufgehört, mit mir dieses scheiß Heft zu suchen. Er ist der Grund dafür, warum ich die ganze Nacht wach war und ein neues rekonstruiert habe. Und dann willst du mir erzählen, dass ich jetzt nicht sauer werden soll? Hätte er einfach mal in die Tasche geguckt. Ich wollte noch mal fragen, bei Aufgabe 2. Das war die Ankreuzaufgabe mit dem Feinbau des Haars und den Elementen. Weißt du, falsch waren doch nur Phosphor und Kalium, oder? Ja. Ich dachte, das geht um Haare. Phosphor, Kalium, das hört sich. Egal. Und bei Aufgabe 3, das war die Tabelle. Oh Gott, ich hoffe, ich habe die richtig. Da stand ich so auf dem Schlauch. Ja, ich anfangs auch, aber dann ging's. Okay, naja, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Ja, und ich hoffe, unsere Ergebnisse werden gut. Voll. Gut. Bis dann. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, von was sie gesprochen hat. Hast du die Rückseite? Ich habe keine Tabelle gesehen. Ich habe keine Ahnung, was ich mir angeguckt habe. Ich habe gerade. Ich erinnere mich an nichts. Hey, beruhig dich. Nein, und weißt du was? Das ist alles Ricks Schuld. Wegen Rick musste ich die ganze Nacht wach bleiben und diese Scheiße machen. Und deswegen war ich zu müde, um jetzt irgendwie nachvollziehen zu können, von welcher Tabelle dieses Mädchen spricht. Nein. Das ist nicht witzig. Ich packe mir jetzt Rick. Es geht nicht. Nein, das geht nicht. Das ist einfach nur dumm gewesen. Und ich muss drunter leiden und ich schaffe meine Ausbildung nicht. Ich glaube, es hat Alter. Ich wollte auch mal was sagen. Chiara? Und?
wie war es? Erzähl mal. War es gut? Was denkst du denn, wie es war? Es war nicht gut. Es war scheiße. Wieso? Wieso? Kann ich dir ganz leicht erklären. Ja? Hey! Deswegen! Sag mal, ist Malte noch rechtzeitig angekommen und konnte dir das Bericht geben? Ich meine, ich bin extra so schnell, wie ich konnte, als ich es gefunden habe in meiner Tasche, bin ich sofort zu dir in die WG und wollte dir das eigentlich bringen, aber du warst schon weg und dann hat Malte das angeboten, dir das zu bringen und... Weißt du was? Alles super? Peggy und ich sind die ganze Nacht wach gewesen, um dieses beschissene Berichtsheft zu rekonstruieren und das von den letzten 2 Jahren, okay? Und dann stand ich da mit diesem Heft. Ja? Und es war auch noch scheißegal, weil deine Unterschrift da nicht war. Das hätte mich fast die Prüfungszulassung gekostet, wenn Malte nicht rechtzeitig gekommen wäre. Er kam mit dem Berichtsheft. Ja, aber das war einfach nur Glück, Mann. Ich habe nicht ein Auge zugemacht. Ich bin die ganze Zeit wach. Und ich hatte einen Blackout und habe auch noch eine Seite übersehen. Und jetzt sag mir doch mal mit irgendwelchen Kalendersprüchen oder so eine Scheiße, dass ich diese... Oh, oh Gott. Sag mal, Entschuldigung. Entschuldigung. Kannst du dich besser aufpassen? Ja, Entschuldigung. Ich reg mich hier gerade auf, okay? Chiara, es tut mir total leid und ich wollte diese Unterlagen wirklich nicht einpacken. Ich meine, ich hatte mega viel Stress. Ich hatte Stress mit Nuri, die Unterlagen waren mega voll und also da hinten lagen so viele und dann habe ich halt einfach alles in meine Tasche gepackt und es tut mir einfach leid. Ja, bedachtlos einfach irgendwas eingesteckt. Wie kann man die denn einfach einstecken? Richtig okay. Dankeschön. Mich jetzt, ich hatte Stress, Leute. Und es tut mir ja wirklich leid, Chiara. Ich meine, ich... Wegen deinem Stress hatte ich 2 Tage lang Stress. Und jetzt immer noch, weil ich dieses Ergebnis am besten gar nicht... Warum breche ich meine Ausbildung nicht einfach ab? Es macht doch sowieso keinen Sinn. Diese letzten 2 Jahre waren einfach völlig umsonst. Du weißt doch noch gar nicht... Komm, Mann, ist gut jetzt. Es ist gut jetzt, Rick. Mach du mal hier. Chiara, tu mir einen Gefallen. Geh am besten nach Hause, ruh dich aus und versuch runterzukommen. Hast du gehört? Okay? Ja. Hallo. Tschüss, meine Süße. Schlaf gut und ich hab dich lieb. Komme. Es tut mir leid. Hey, Peggy. Na, Kleine. Geht's dir ein bisschen besser? Hm? Nö, nicht wirklich. Ich wollte einfach nur schlafen. Und eine Menge Schlaf nachholen. Glaube ich dir. Ey, aber Rick hatte bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Ja? Das wäre jetzt auch noch der Brenner, wenn er das mit Absicht gemacht hätte. Ey, wir können dich doch ein bisschen ablenken, wenn wir, also können irgendwas machen, irgendwas Tolles, oder? Das ist ganz nett, ne? Aber ich brauche Schlaf und keine Ablenkung. Was mit dir? Oder manchmal was trinken oder so, wenn du magst. Irgendwie was. Ein Tee oder so? Ich will nichts trinken, Mann. Tequila. Das wird nichts an dieser Situation ändern, aus der ich einfach raus will, okay? Deswegen will ich bitte einfach nur schlafen. Klingelt dann um die Zeit hier. Nick, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auch noch so oft? Lenny? Das ist Rick. Echt jetzt? Ja, definitiv. Ja, komm rein. Du hast mir gerade noch gefehlt. Hallo. Hi. Na? Also ich wollte das eigentlich wieder gut machen, habe meinen Freund von der Prüfungskommission angerufen und wollte ihm erklären, dass das alles auf meinem Mist gewachsen ist, um dir noch eine zweite Chance zu das ist nett vermitteln, aber? Nein, war seine Antwort. Warte, was? Du rufst da extra an? Und dann kriege ich noch nicht mal eine zweite Chance? Kann dieser Tag eigentlich noch beschissener werden? Jetzt mal ganz ehrlich? Nein. Weißt du was, Rick? Geh bitte einfach, damit ich schlafen gehen kann. Lass du denn da so doof, ey? Du brauchst keine zweite Prüfung, weil du bestanden hast, Mann. Was? Ja, du hast alles richtig gemacht. Du hast keinen Zettel vergessen oder keine Seite vergessen. Du hast die theoretische Prüfung bestanden, die praktische. Der hat alles gut gemacht? Alles, ja. Oh mein Gott! Ja, was ist mit dir? Du hast bestanden. Ich dachte, ich habe eine Seite vergessen und kann... Nein. Oh, danke, Rick. Ja, brauchst du nicht bei mir bedanken, sondern... Total toll. Bei dir selber. Dich. Du hast es gemacht, du hast es gerockt. Ja. Und schreit nach Sekt. Ja, ich hab auch gerade okay. Sekt ist mein Leben. Oh ja, toll. Okay, das Ganze ist echt nicht ganz optimal gelaufen. Und das Malte, mein Retter in der Not war, hätte jetzt auch nicht sein müssen. Aber erstmal habe ich bestanden. Und das ist das, was zählt. Notizen von Frau Neumann über einen Schüler, Karim Hamid. Der ist offensichtlich in die Lebach verliebt. Gib doch mal die Zettel her. Was sind das für Zettel? Erzähl mal. Lena, stimmt das? Jonas. Hast du die aufgehängt? Hey, wo kommen die Zettel her? Das ist doch das, was ich Frau Neumann alles erzählt habe. Der hat mich weggedrückt. Ich hoffe, der kommt nach Hause. Sarah, die anderen Schüler haben ihn voll fertig gemacht. Der muss sich erst mal abreagieren. Die Türen sind unten abgeschlossen, die Fenster sind abgeriegelt. Wenn, dann muss das einer von hier drin gewesen sein. Also jemand aus dem Kollegium.
Alles Gute zum Hochzeitstag, mein Schatz. Wünsche ich dir auch. Krass, schon ein Jahr sind wir verheiratet. Mhm. Alles noch geheim. Wir können das nicht spreaden, sonst sind wir Leute, die was ausquatschen. Ja, und dann sind wir auch Leute, die belauschen. Das heißt, die müssen das ausquatschen.